Herzlich willkommen zum Mittagsupdate der LS Exchange heute am Dienstag, den 16. März 2021. Mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und dem Blick auf die Märkte. Kurz vor Eröffnung der Wall Street sieht es auf ls-x.de sehr positiv aus, vor allem beim DAX, aber auch der Goldpreis ist jetzt im Plus, Euro, US-Dollar, um den Vortagesstand pendelnd, Oil ein wenig leichter, Silber ebenso und die L&S-Indikation schauen wir uns genauer an und da sieht man, dass der DAX sich konstant in einer Aufwärtsbewegung heute wieder gefunden hat, also nach einer Orientierungsphase kurz vor der Eröffnung hat der Markt die 14.500 zurückerobert und konnte dann im Laufe dessen immer weiter nach oben klettern. Aktuell steht er bei 14.585 Punkten und das ist 10 Punkte Entfernung nur noch bis zum Allzeithoch. Und dieses Rekordhoch beschäftigt uns vielleicht ja im Zuge der Erholung an der Wall Street, der Dow Jones plus minus null aktuell zur Eröffnung, wie ich hier sehe. Und die Nasdaq ist deutlich im Plus, also 1,5% aktuell. Das treibt den Markt an und den deutschen Markt treibt vor allem noch einmal der Gewinner vom Vortag an, der auch der Gewinner des heutigen Tages ist. Hier geht es von der Volkswagen-Aktie. Hier wurde ja gestern verlautet, dass eine Batteriefabrik bzw. 6 Batteriefabriken gebaut werden sollen in Europa in Zusammenarbeit mit anderen Partnern. Und das soll insgesamt die Kapazitäten massiv erhöhen für Elektromobilität und natürlich auch hier die Kosten senken. Batterien sollen um 50% billiger produziert werden können, was sich dann auf den Autopreis niederschlägt. Ja, beim Blick auf die Tops und Flops ist also Volkswagen ganz, ganz vorne mit dabei. Davon profitiert die ganze Branche, also auch eine BMW oder eine Daimler sind im Plus, weil auch hier das Thema Elektromobilität zu Buche schlägt und im Fokus der Firmenlenker steht. Da sollen in den nächsten Jahren die Verbrennermotoren ein Stück weit ins Hintertreppchen geraten und irgendwann gar nicht mehr hergestellt werden, sondern alles auf Elektrofahrzeuge umgeschwenkt werden. Das bringt uns zum nächsten Thema und zwar zu den Antrieben an sich, also nicht von der Motorisierung, sondern von der Energie. Elektrobatterien werden dann natürlich gebraucht und da gibt es einen Batteriehersteller, der in Deutschland sehr populär ist. Das ist die Warta. Also der ein oder andere hat vielleicht zu Hause in diversen kleineren technischen Geräten wie einer Taschenlampe Warta-Batterien und Warta möchte nun in das Geschäft mit der Automobilindustrie einsteigen und das gefällt den Anlegern sehr, sehr gut. Die Warta ist auf Platz 3 hier an der LSX von den Umsätzen her gerechnet und man sieht schon beim Sprung, dass der Aktienkurs hier ordentlich zulegen konnte, 14% insgesamt heute, also das sieht ähnlich aus wie beim DAX. Wir sind fast unverändert gestartet und dann nach und nach arbeitet sich der Kurs nach oben. Der hat es auch ein Stück weit nötig, denn nach dem sogenannten Independence Day, nach der Verkündigung der neuen Firmenausrichtung noch vor einem Monat, ging es erst einmal rapide nach unten. Also die Investoren waren darüber nicht erfreut über die Pläne, aber jetzt mit dieser neuen Meldung kann sich der Chart wieder erholen. Und wenn man sich dies hier auf TradeSignal Online anschaut, was es für eine starke Kerze heute gibt, so ist die Erholung in vollem Gange und charttechnisch betrachtet könnte dieser Bereich, den wir hier ab Mitte September einzeichnen können und der dann hier bis zum aktuellen Monat weitergezeichnet werden kann, eine Unterstützung bieten, von der er abgeprallt ist. Also die nächsten Ziele wären rein technisch dann vielleicht das Hoch aus Anfang September, die 140, wenn es darüber geht, vielleicht auch dann wieder in Richtung Jahreshoch und Allzeithoch. Das sind die Perspektiven, die sich hier für die Warta-Aktie bieten und da freuen sich Aktionäre natürlich schon sehr über diese News. Was gab es sonst noch an News aus den USA? Die Lagerbestände sind im Januar um 0,3% gestiegen. Das war auch erwartet. In dem Monat davor waren es noch plus 0,6%, also hier ein leichter Abschwung, aber innerhalb der Erwartung. Und die NAHB, so nennt man das, glaube ich, Hausmarktindex, dieser Index stieg im März auf 83 Punkte, erwartet wurden zwar 84 nach 84 im Monat, also ein Punkt weniger, kein Anstieg, wollte ich sagen. Also hier war gar nicht so viel Bewegung enthalten und ansonsten bereitet sich wahrscheinlich der gesamte Finanzsektor auf die morgige US-Notenbank-Sitzung der Fed vor. Da werden wir im Vorfeld am Morgen die ersten Indikationen für den DAX hier berichten im Morgenformat im Händlerinterview und dann am Nachmittag noch einmal einen Blick auf die Märkte werfen. In diesem Sinne der letzte Blick auf den DAX fast am
Allzeithoch. Also vielleicht schaffen wir das heute noch. Es fehlen wirklich nach aktueller Indikation hier nur noch 10 Pünktchen. Sehr, sehr spannend, was sich hier am Nachmittag tut. Bleib dabei und bleib vor allem gesund. Dein Andreas Bernstein von Traders Media GmbH für die LS Exchange.